So, bitteschön, Leo. Du, Leo, ich hab deine Kontaktanzeige gelesen. Ich bin da auch jetzt bei der Singlebörse im Internet. Ach so? Ja. Und da hab ich mir gedacht, wo uns du schon so lang kennen. Ich meine, wär's da nicht an der Zeit, dass wir uns einmal ein bisschen näher kennenlernen? Entschuldige, ich muss jetzt ein bisschen. Liesl! Glaubst du, dass die Hochzeit diesmal stattfindet? So sicher wär's Amen in der Kirche. Darf's noch was sein? Ich mach gleich Feierabend. Ich geh jetzt sowieso schlafen. Stimmt's, oder? Dankeschön. Der Franzl in der Küche hat's in den Finger geschnitten. Lass uns den Franzl in Ruhe. Jetzt lass ihn los. Du hast was gewonnen. Im Lotto? Wie viel denn? Das wissen wir noch nicht so genau. So was. Liesl. Ich komm schon. Und Christian, weißt du schon, was du dir zum Geburtstag wünschst? Einen Kuckuck hätte ich gern. Was bitte? Einen Kuckuck. Was? Einen Kuckuck. Ein Vogel? Der nächste bitte. Frau Doktor, ich hab mich bestimmt angesteckt. Ich hab doch jeden Tag in der Küche mit Wild zu tun. Grüß euch. Grüß dich. Grüß dich, Gerhard. Weiter. Bist du deppert worden? Ich bin nur deppert, ich bin toll geworden. Ich hab das angesteckt. Nein, wir werden einen großen Bogen um Großrahmen machen. Und das gerade jetzt in der Ferienzeit. Grüß Gott, Liesl. Warten Sie doch mal. Sie wollten doch heute zu mir in die Praxis kommen. Sie haben doch am Freitag angerufen, wegen der Rückenschmerzen. Ach, die sind schon viel besser, Frau Doktor. Wirklich, wie weggeblasen. Tatsächlich. Danke, Frau Doktor. Bitte. Ach, Liesl, da wäre noch was. Was denn? Als Kirchenwirtin, da kriegt man doch so einiges mit. Ja? Haben Sie vielleicht irgendwas von einer Schwangerschaft gehört, die keiner wissen soll? Eine geheime Schwangerschaft? Das müsste man doch sehen, oder? Ja, nicht immer. Da, Frau Doktor, da habe ich nichts gehört. Aber ich kann gern rumfragen. Nein, nein. Sag's einmal. Ich hab gehört, Sie sind so gut wie verlobt mit dem Dr. Hofer. Man sollte nicht alles glauben, was die Leute sagen. Ihr wart so ein schönes Paar. Angeblich hat sie einen halben Liter Pflanzenschutzmittel in die Milch vom Leo gegeben, damit das große Retterin da steht. So ein raffiniertes Luder. Ich weiß schon, warum ich nicht zu derer gehe. Ich hab ja nie geglaubt, dass der Leo was damit zu tun hat. Hast du recht, das ist nur einer von uns. Grüß dich, Fredo. Schau, jetzt kriegen wir endlich einen neuen Doktor. Aha. Der wird's aber nicht leicht haben. Der schluckt schon in arg große Schuhe. Wie der Neue wohl heißt? Josef, Jeremias. Johannes, tät mir gefallen. Wenn's nur kein junger Spund ist. Vierte Liesl. Vierte Fredel.